In dem Video zeige ich euch, wie ihr die seltene Maske von dem Knecht Ruprecht bekommt. Hier ist es die Maske, das Event ist angelehnt an den The Cringe-Film. Nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem kleinen Kanal. Ich möchte euch auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen heißen zum neuen Video. Und zwar auch nochmal hier an alle eine frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit eurer Familie und habt schön gefeiert. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall einen schönen, ja, nennt man das jetzt, Heiligabend gehabt und habt mit eurer Familie gefeiert. So, dann kommen wir jetzt aber auch direkt erstmal zum Video und wie bekommen wir jetzt überhaupt die Maske? Ihr geht in eine Lobby, ladet einen Freund ein, das ist eine Einladungslobby, wir haben wir jetzt genommen, oder Crew-Lobby, könnt ihr nehmen, wie ihr lustig seid, ladet euren Freund ein. Wenn ihr den eingeladen habt, müsst ihr euch merken, guckt auf die Uhr, wie viel Uhr ihr die Lobby aufgemacht habt, die muss 48 Minuten alt sein, dann kann das Event erst starten, vorher nicht. Dann, wie gesagt, solltet ihr noch in keinem Gebäude sein, keine Mission haben, keinen CEO aufhaben, kein Auto sein, nicht auf Dächern sein, ihr solltet frei auf der Straße zur Verfügung sein. Bisher habe ich nur Berichte gehört, dass das Event nur in der City spawnt, also bleibt in der City. Wir in meinem Fall sind hier AFK gewesen, ich war noch mit Poldi an einer anderen Location, wir haben das gestern auch schon gemacht, bitteschön Poldi. Und ja, hier sei auf jeden Fall nochmal erwähnt, der Poldi hat auch schon ein Video dazu hochgeladen, ich werde es jetzt auch noch bei mir noch online stellen. Ich kann ja mal dann seines in die Beschreibung packen. Falls ich es vergessen sollte, erinnert mich bitte daran. Dass ich das noch nachhole, falls ich es vergessen sollte. Mein Alzheimer kickt. So, dann habt ihr gerade hier gesehen, ich wurde überfallen. So müsste es dann ablaufen. Freund ist im Auto, ihr werdet überfallen. Ihr tötet den ganz einfach hier, ganz, ganz einfach. Holt eure Waffe raus, egal, mit der Waffe eurer Wahl. Knallt ihn einfach ab und gut ist. Dann rennt ihr hin. Sammelt das kleine Paket hier ein, das ist ein kleines Geschenk. Und in dem Paket befindet sich halt 3.000 Dollar, Snacks und die Knecht-Unrecht-Maske. Hier habe ich das nochmal auf dem zweiten Account gemacht. Hier habe ich dann aus Versehen auf Nikolas geschossen. Sorry, das ist das Auto-Aim. So, beim Knecht-Unrecht angekommen, haben wir dann hier den getötet. Dann sind wir bei ihm angekommen. Voila, sind wir bei ihm angekommen. Geschenk eingesammelt. Snacks, 35.000 und die Knecht-Unrecht-Maske. So einfach und easy bekommt ihr die. Und jetzt, wo findet ihr diese jetzt? Jetzt habt ihr sie freigeschaltet, aber wo findet man die? Zeige ich euch. Hab den Clip jetzt nachgereicht, bin heute in der Lobby gespawnt und hab dann hier den Bosskiller, den MC und den Robert, die MC und den Robert getroffen. Grüße gehen raus an euch drei. Dann geht ihr in euer Apartment oder in jegliche Kleiderschrank, geht hier auf festlich, Masken festlich und dann direkt hier oben ist sie vorhanden. Haben wir noch ein kleines Thumbnail gemacht, das seht ihr auf jeden Fall auch noch, wenn ihr auf das Video geklickt habt. Ich bin dann erstmal raus, euer ZockerBeast91.